Hallo Leute, ja, hier hinten flitzt gerade der Zug da lang, da hinten ist er und holt neues Geld und wir müssen schauen, dass wir jetzt hier mal da klarkommen, dass wir den vielleicht, ach so, Geld ist noch nicht genug da. Wir wollten den ja erweitern auf jeden Fall noch, ne? Fahrzeug verwalten hier und dann können wir hier ersetze gewähltes Fahrzeug ja machen, dann können wir auf Cargo gehen und dann könnten wir hier unten diesen hier ja noch hinzufügen. Da haben wir ja schon welche hinter, aber das ist jetzt. Okay, Ersatzzug. Ne. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, das geht gar nicht so. Ich will den nicht. Ja. Okay, das wäre dann, dass ich den auch noch ersetze. Ne, ich würde da gerne was dranhängen. Kann man das machen? Wartung für das gewählte Fahrzeug, ja, nee. Farbe. Gewähltes Fahrzeug ändern, da ist es. Und da müsste ich jetzt den dann hinzufügen, ne? So, und das geht sogar, weil ich gerade so viel Geld habe. Ich kann sogar zwei da hinzufügen, wenn nicht sogar drei. Würde ich jetzt sogar tendenziell sofort machen. Weil das lohnt sich ja, oder? Aber nach dem Intro gucken wir uns das weiter an. Also der hat jetzt nur drei Hänger, die jetzt zwar nicht voll sind, aber er hat er. Ich würde sagen, nach dem Intro, ne? Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ein bisschen länger gedauert, weil ich gerade am Staunen bin. Okay, das heißt, hier würden wahrscheinlich nur noch einer oder zwei Anhänger dran gehen. Mehr gehen gar nicht an einen Zug, dann hat er die volle Länge erreicht, ne? Terminals. Diagramm, kann ich das hier, Pellingen-Abzweig, kann ich hier konfigurieren, okay? Und wenn ich jetzt hier gucke, kann ich irgendwo sehen, wie lang der ist? Ne, nicht wirklich, ne? Okay, verlängern ist sowieso nicht drin, sehe ich ja. Doch, hier hinten können wir ihn verlängern. Okay, das wäre dann also auch nicht so das Problem. Dann kann sich hier noch eine Plattform dran machen und so, ne? Alles gut, wunderbar. Machen wir jetzt nicht, sondern der Zug, den wir jetzt haben, der reicht ja noch. Der fährt uns jetzt richtig Geld ein, will ich hoffen. Okay, da ist eine Dampflok, die fährt jetzt nicht unser das Geld ein. Der ist hier. Die Dampflok hat Waren geholt. Wie sieht es denn hier aus? Produktion 400, Versand 400, Transport ist nur 43%. Okay. Abnehmer haben wir einige, ist klar. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr, oder? Das ist nur bei dem anderen, wenn man da anliefert, wird das mehr. So, jetzt kommt er hier reingefahren und dieser Bahnhof ist auf jeden Fall lang genug. Der ist länger als lang. Dann können wir den Zug wahrscheinlich dreimal so lang machen. Gut. 1 Million Miese, 2,6 Millionen Miese. Okay, das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber wir müssen schauen. Warte mal, die Fahrzeugliste haben wir hier. Und da müssen wir auch gucken, welche Fahrzeuge die ältesten hier sind, ne? 57. Okay, das ist hier der blaue Klaus. Ne, der rote Pfeil. Wenn ich den roten Pfeil jetzt Fahrzeug verwalten mache, ne? Und sage, ersetze gewähltes Fahrzeug. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Elektrisch soll es sein. Und Passagiere soll es sein. Okay, da gibt es jetzt nichts. Also Zugkombination elektrisch. Oh, da gibt es ja doch schon einiges. TGV, Pendelzug. Das ist der spanische, glaube ich, ne? Emissionen 64, 62. 63, okay, das wäre hier natürlich. Aber die kosten uns natürlich ein Vermögen, nämlich 58 Millionen. Der kostet nur 19 Millionen, der 69 Millionen. Dann wäre dieser ja erstmal interessant mit Kapazität 99, ne? Das wäre ja schon ein großer Aufstieg dann. Selbst der wäre ja schon Aufstieg, der hat fast das Dreifache. Höchstgeschwindigkeit 125 km/h und der wie 13 Millionen, da kann ich auch den für 19 kaufen.
Wie schnell fährt der denn? 130, okay. Wir sind auf jeden Fall im Plus, wie wir gerade da unten sehen. Aber den müssen wir jetzt gar nicht verschnellern, fällt mir gerade so ein, ne? Weil der fährt ja 125, der andere fährt nur 120 mit den Hängern. Wir müssen definitiv an so einer Diesellok arbeiten. Ach so, wir sind da hingekommen, weil wir da das älteste Fahrzeug ausgewählt hatten. Komm, dann lass uns nochmal die... Ja, die roten Pfeile sind die ältesten, aber dann kommt doch tatsächlich schon die Lok hier. Dann kommt schon diese Lok. BR75. Was ist denn da drin? Auch Dingens, sag schon, Eisenerz. Da würde ja dann definitiv auch das gleiche passieren wie mit dem anderen da eben, ne? Die 7 Millionen hinzufügen. Fährt 125. Ach, wir haben diese sogar gekauft bei dem anderen, ne? Für 12 Millionen. Okay, den können wir uns schon mal gar nicht leisten. Okay. 7 Millionen ist gerade zu teuer. Lass uns in der Liste nochmal was gucken, was jetzt gerade keine Eisenbahn betrifft. 50 Jahre hier. Auf Linie 1. Fahrzeuge verwalten. Linie 1, alle. Fahrzeuge austauschen. Passagiere, sind diese nur? Zurzeit fahren hier wie viele mit? 10, okay, weil 30 sind insgesamt. Steht das hier irgendwo, wie schnell die fahren? Nee, ne? Fährt 50, okay. Der fährt 80. Hat 16 Kapazität, die haben 10. 21, ja, hier sind 23, ne? Der fährt 90. Kostet uns 600, okay. Kostet uns 1800, okay. Sofort ersetzen. Jetzt würde ich den mal gerne sehen, wo der da fährt. Mal weg hier. Okay, der hat 4 Passagiere drin. Das ist ein kleiner Gelenkbus, ne? Der dreht da jetzt irgendwie. Ausgestiegen sind sie und zwei steigen ein. Naja. So prickeln sieht das gerade nicht aus, oder? Mit zwei Fahrgästen. Wahrscheinlich kann ich da einen von den drei Bussen woanders fahren lassen, oder? Obwohl, der hat jetzt 8. Na, da hast du aber Glück gehabt, dass du nicht übergefahren bist, ne? Da war gerade ein Zug da, der Passagiere gebracht hat. Aber steigen nur drei ein. Ah, der ist schon weg, da kommen erst noch welche. Wahrscheinlich, ja, da steigen noch welche aus. Kommen noch welche aus dem Bahnhofsgebäude raus, da warten die auf den nächsten jetzt. Wie viel sind denn auf Linie 13? Ah, da wird schon mit der Zeit werden, lass das mal gut sein. Nächste Fahrzeuge. Dass wir jetzt mal hier Linie 5 anpacken. Fahrzeuge verwalten. Tauschen. Und das Geld haben wir. Passt. Nächste, da war noch mehr. Oh Gott, 49 Jahre alt hier. Fahrzeuge verwalten. Fahrzeuge tauschen. Was fahren die denn alles hier so? Kohle oder was ist das? Ja. Cargo. Ist
Das hier Kohle, alle Güter schafft er, okay. Zug 6 des Zustand ist sehr schlecht, ja, weiß ich. Plan-LKW. Und der kann alle Güter fahren, auch Kohle. Das finde ich aber seltsam. Ich glaube, der muss doch ein Kipper sein, oder? Oder naja, vielleicht sind da dann diese weißen Säcke im Kubikmeter immer drin. Das könnte sein, ne? Kapazität 25. Warte, wenn ich jetzt hier mal alle klicke, ne, wie viele Millionen muss ich ausgeben? 4,6. Funktioniert das? Das ist die Frage. Probieren wir es aus, oder? Wo fährt er? Da. Lädt er auch? Hat geladen, ne? So, jetzt mal gucken, ob er hier... Ne, der lädt jetzt hier nichts, ne? Ne, der muss ja an einer anderen Stelle laden. Wo ist der unterwegs? Da. Ja, komm, das wird schon irgendwie klappen, das lass mal so. Wir sind mit dem nächsten unterwegs und das ist jetzt hier der 48 Jahre alte auf Linie 15. Drei Fahrzeuge, die fahren Stahl durch die Gegend. Jetzt braucht man einen LKW, der Stahl transportieren kann. Das ist zum Beispiel der. Und dann brauchen wir 2,6 Millionen. Die hätten wir sogar noch. Okay, und das fährt passend. Okay. Lass uns den mal gerade angucken. Wo fährt der? Da. Ja. Sieht erstmal gut aus, ne? Kann das sein, dass die Straßen hier neu gekommen sind? Ich glaube, die Straßen sind neu gekommen. Ja, das sind Landstraßen geworden. Das Spiel hat selber ausgebaut. Hier hinten sind noch ein paar Nicht-Landstraßen. Aber hier, ne, diese habe ich glaube selber gebaut, ne? Aber ich glaube, hier ist schon was gebaut. Das war ich bestimmt nicht. Diese Straßen habe ich nicht ausgebaut. Das glaube ich nicht. Das war das Spiel. Aber wie man sieht, hier ist noch ein Stück alte Straße. Gut, der fährt jetzt hier lang. Alles klar, dann können wir das schließen. Jetzt gucken wir mal gerade wieder rein in die Fahrzeugliste. Aber wir haben gerade miese. Linie 7. Fahrzeuge verwalten. Was sind das für welche? Solche, okay. Austauschen. Der fährt Holz. Holz geht auch da drauf. Da brauchen wir 3,5 Millionen. Wir haben gerade nichts. Ja, 57.000, wird gerade mehr. Ja. Jetzt haben wir 2 Millionen. Ja, vielleicht kriegen wir es jetzt noch gerade hin. Dass wir das Geld zusammenkriegen. 2,7. 2,8. Na, komm schon. Irgendwo muss noch einer anhalten. 2,9. Oh, nur noch 1,3. Aber wenn noch irgendwo ein großer Zug anhält, der bringt doch richtig, da ist es. Zack, ausgetauscht. Wo fährt er jetzt lang? Da. Der bringt das Holz hier hin, ne? Und er nimmt es auch wieder mit, auch cool. Aber ach, das war jetzt hier drei Stapel und hier ist jetzt nur so einer da drauf, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, schade. Das hätten sie ein bisschen schlauer machen können. Ich glaube, das ändert sich hier nicht, das sieht immer so aus. Okay, dann schauen wir nochmal gerade rein in die Fahrzeugliste. Wir haben jetzt noch immer welche mit 48 Jahren. Und Fahrzeug verwalten. Da werden Bretter gefahren, ne? Oder was ist das? Ja, Bretter. Austauschen. Bretter gehen auch hier mit, ne? Ja. Da brauchen wir jetzt irgendwie 5 Millionen. 3,5 haben wir. 2 nur noch. Komm schon, gib mal ein bisschen Geld her, damit wir die austauschen können.
von der kleinen Kapazität dann zur großen. Wie viel hat er? 13 auf 30. Das ist schon eine Nummer, ne? Zug 7. Der Zustand ist sehr schlecht. Ja, weiß ich. Da müssen wir dran arbeiten. Jetzt wäre schön, wenn wir hier die 5,3 Millionen zusammenkriegen. Wir haben gerade 3. Knapp. Jetzt sind es 3. Das Geld ist vorhanden, ne? Das muss man sagen. Wir haben es jetzt eigentlich im Griff, dass wir Geld plus machen. Ne? Jetzt müssen wir das ein bisschen revolutionieren. Mehr Transportfähigkeiten machen und so. Und dann geht das auch, ne? Komm schon jetzt hier. 1,6. Das ist gerade runtergefallen, die Menge des Geldes. 1,9. Ich glaube, jetzt wird es nichts. 2,1. Ja, müssen wir in der nächsten Folge machen, oder? Die 5,3. Die Hälfte hätten wir gleich. So, 2,7, 2,8 fast. Ja. Ach, nee, wird nichts mehr. Ich denke, wir machen einen Cut für diese Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Interessant ist hier, dass er bei den LKW hier mit den Brettern, da sieht es ein bisschen besser aus mit der Transportgeschichte, ne? Alles klar. Bis dann. Ciao.